Es ist ziemlich überraschend ein neuer Snapshot rausgekommen. Der 24W13A Snapshot hat eine Menge krasser neuer Updates. Die 1.21 nähert sich dementsprechend immer näher und der Release, der sollte hoffentlich bald kommen. Und ich möchte heute gemeinsam mit euch ein paar sehr, sehr krasse neue Sachen angucken. Unter anderem wurden die Tri-Chambers noch ein weiteres Mal krass geupdatet. Eine komplett neue Waffe wurde in das Spiel integriert. 8 neue Varianten eines Minecraft-Monsters, welches ihr schon sehr, sehr lange kennt. Wir haben neue Verzauberungen, wir haben eine Menge. Und wir werden uns in diesem Video alles ganz genau in Survival angucken. Und ganz, ganz wichtig, das Ganze machen wir heute nicht alleine, denn ich brauche eine Person, die tatsächlich gar keine Ahnung hat von diesem Update und eigentlich noch nie in der 1.21 irgendwas gespielt hat. Es ist der große Auftritt von Noreax, der heute gemeinsam mit mir auch den neuen Dungeon angucken wird, der nämlich dafür ausgelegt ist, ihn nämlich auch unter anderem mit mehreren Personen zu spielen. Denn dementsprechend wird er noch mehr Spaß machen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wir sind absolut gehypt. Lasst unbedingt einen Like da. Abonniert diesen Kanal. Ist ein einziger Klick und würde mich riesig unterstützen. Schaut auf jeden Fall auch bei Noreax vorbei. Und du hast halt tatsächlich gar keine Ahnung bis dato von der 1.21, oder? Nee, ich habe tatsächlich ganz, ganz wenig nur gesehen, aber ich freue mich sehr, mit dir gemeinsam heute einiges zu erkunden. Ich freue mich auch. Und dementsprechend starten wir rein in eine frische, neue Minecraft-Welt. In diesem Snapshot, was machen wir als erstes? Einen Baum choppen. Auf geht es! Ich sag euch ehrlich, ich habe ehrlich überlegt, ich habe zu der 1.21, zu diesen Snapshots, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gesehen haben, ich habe mehrere Videos schon gemacht. Ich habe auch wirklich überlegt, lohnt es sich jetzt wieder so ein Video zu machen? Und ich kann euch so viel sagen, es lohnt sich zu 100%. Allein diese neue krasse Waffe, die gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger und ihr habt sie eventuell ja schon vorher auch mal gesehen. Aber diese Waffe wurde jetzt noch einmal so viel krass interessanter gemacht, dass ich es mir nicht verkneifen kann, euch wirklich ein Video dazu zu zeigen. Also ich muss sie euch heute in diesem Video auch zeigen und ich würde euch auch zeigen, wie schwer es sein kann, die halt ranzuholen. Du hast gar keine Ahnung, wie schwer das ist, ne? Also das... Nee, kann man die nicht so mit so chillig craften mit Steinen und so? Nee, ich glaube, das wird heute auf jeden Fall sehr interessant. Du hast gedacht, man kann das Ding aus Stein craften? Digga, ich dachte, wir machen jetzt direkt Hammer mit so Sticks und Steine und dann hauen wir uns die Köpfe ein. Das ist tatsächlich nicht so, denn das läuft ein bisschen anders. Es gibt auch, by the way, Sachen, die du auf jeden Fall in Minecraft kennst, die du so, sogar seit Jahren kennst, die krass geändert wurden. Wirklich? Ja, es ist halt, boah, es sind echt krasse, es sind wirklich krasse Sachen in diesem Snapshot drin und, ganz boah, ich weiß... bevor wir weiterlaufen, ich liebe das, an so einem Steinstrand zu spawnen und so sich die Sachen zu craften, das ist das Allergeilste. Ja, wir wollen aber nicht heute im Video auch nur auf Stein bleiben, wir werden uns heute halt wirklich sehr krass equippen, denn der Dungeon, den wir uns heute unter anderem angucken werden, da werden wir halt wirklich gut Equipment brauchen. Ich kann dir eine Sache spoilern. Eine Spielmechanik wurde so krass verändert. Es gibt mittlerweile im Spiel, wenn du Bad Omen hast, was passiert dann? Ja, wenn du Dorf reinläufst, dann kommen so Räuber und räubern dann das Dorf aus mit diesen riesigen Nashörnern. Du weißt nicht mehr, wie die Dinger heißen. Ravenger ist das große. Also Pillager. Ja, das hast du, glaube ich, auch aus dem Chat abgelesen. Es gibt... Nein. Mittlerweile, in Kombination mit Bad Omen, das gesamte Ding wurde nämlich redesigned. Es gibt mittlerweile einen weiteren Raid. Es gibt zwei Raids. Es gibt zwei Arten von Raids, die man mit Bad Omen mehr oder weniger triggern kann. Wird sehr interessant und ich finde, das ist eine richtig große Sache, die von Mojang aufgemacht wird, denn das hat Potenzial, dass wir eventuell noch mehr Arten von Raids in der Zukunft sehen werden. Wenn wir uns heute auch unter anderem angucken, genau wie das jetzt so aussieht und was ich genau damit meine. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, damit ihr auch wirklich alle Informationen bekommen werdet. Mein Bester, kümmerst du dich ganz kurz um ein bisschen Futter, machst einen Ofen und ich loote ganz kurz, ich loote ein bisschen das Shipwreck. Ich bin vor allem sehr, sehr gespannt darauf zu sehen, wie krass schwer das sein wird, diese neue Waffe ranzubekommen. Denn es gleicht einer seltenen Sache. Also es wäre eine Sache, die ich auf jeden Fall in der Serie seltene Sachen suchen, auf jeden Fall auf die Liste packen würde. Das ist wirklich schon, das ist schon ordentlich. Was haben wir hier so für Biome? Oh ja, komm mal mit. Ich will dir mal was zeigen. Erstmal. Wir fangen erstmal ganz simpel an mit einer Sache. Als ich die gesehen habe, war ich auf jeden Fall direkt begeistert. Und zwar, ich habe es angesprochen. Er hier, den kennst du so. Ein Wolfi. Klassisch. Das hier ist der Pale Wolf. Einer von 9 Wolfsarten. Dieser ist mehr oder weniger der standardmäßige, den wir auch noch von früher kennen. Der spawnt weiterhin in normalen Tiger-Biomen. Aber wenn wir uns zum Beispiel in Richtung dieser Old Growth Pine Tiger, also dieser Giant Tiger, bewegen, werden wir dort in diesem Biom eine andere Variation von Wölfen finden. Wenn wir ein bisschen Glück haben, werden wir dort nämlich eine Chestnut-Variante sehen. Die kennen wir von welchem Tier noch in Minecraft? Chestnut? Ja. Welches Tier kann Hasen. Vielleicht... Pferde.
Och, Mann. Ja, ja, es war 50-50. Oh, ich hab einen. Und zwar, wir haben jetzt gerade nicht in der Old Grove Pine Tiger jetzt einen Wolf gefunden. Dort sind sie nämlich ein bisschen seltener. Aber allein hier in einem ganz normalen Forest haben wir ein neues Design. Zeig mal. Ich kann die mit einem Knochen bekommen oder kann die solchen Feuer Fleisch geben? Geht das? Versuch's mal mit einem Knochen. Ach, ach, er hat eh keine Lust auf den Hund. Meinst du, er will lieber zu Basti? Ah. Oh. Aber es gibt insgesamt jetzt 9 Wolf-Varianten. Unfassbar cool. Sehr, sehr nice Sache. Ich sag euch ehrlich, jetzt natürlich nicht game-breaking, aber dafür, dass es jetzt ja durch das Armadillo eben auch Wolfsrüstung gibt, finde ich es sehr, sehr, sehr cool, dass sie halt nochmal die Wölfe so weit updaten. Sie sind deutlich stärker auch geworden, halten mit der Rüstung nochmal eine Menge aus. Werden wir eventuell auch nochmal im Verlauf des Videos heute testen. Nicht jetzt, bitte. Das heißt vielleicht eine neue, mächtige Art Waffe und auf jeden Fall vielleicht noch mehr Möglichkeiten mit dem Wolf. Aber ich sag euch ehrlich, es gibt leider noch keinen. Es gibt leider noch kein Achievement dafür, also soweit ich nicht wüsste. Ich würde es mir sehr wünschen, dass es wie bei Complete Catalog, dass man einmal alle Katzenarten getamed hat, dass es auf jeden Fall auch ein Achievement geben muss, dass du alle Wolfsarten einmal getamed hast. Ja, 8. Ja, das wäre sehr geil. Aber 8 neue. Guck mal, wie süß der ist. Der ist so süß. For real, also finde ich wirklich unfassbar süß. Auch mehr Charakter jetzt, wenn die so verschiedene... Ja, voll, es passt ja auch voll zu dem Biom, weißt du? Also es gibt jetzt zum Beispiel in dem Mesa-Biom gibt es eine Art, der sieht dann schon fast aus wie so eine... Ja, wie so eine Hygiene. Ja, Real Talk. Boah. Es gibt so den ganzen Biom auch irgendwie mehr Leben, habe ich das Gefühl. Ja, ist ganz wichtig. Apropos mehr Leben, Norax. Wir beide sehen aktuell noch nicht so aus wie die stärksten und mächtigsten Krieger. Deswegen müssen wir uns auf jeden Fall darum kümmern, ordentliches Equipment ranzuholen. Deswegen geht es für uns jetzt im Schnelldurchlauf darum, Nether, Minecraft durchspielen, End-Cities. Wir equippen uns jetzt. Einmal springen. Boah, meinst du, wenn wir einmal springen, haben wir jetzt auf einmal krasses Equipment? Ich bestimmt. Und wir sind in einer Treasure-Bastion. Und ja, unsere Rüstung sieht auch nicht so viel krass aus, aber das wird sich jetzt gleich ändern. Norax, ich glaube, es gibt dir Rüstung. Oh, was hast du bekommen? Boah, der Champ ist half dir. Alright, wir gucken uns weiter. Wir sehen uns gleich wieder. Wir haben Blazes, aber ein bisschen stressig. Und weiter geht's mit Enderperlen. Und wir sind in einer Ancient City. Wir sind hier rausgekommen aus dem Nether. Wir müssen das Ding jetzt eigentlich looten, aber... Du sagst es, Champ. Das wird hart. Das wird unfassbar. Also, lass uns maybe... Willst du nochmal die Dias da oben kratzen? Lass ja, mal ich Betten die platzieren. Das Ding ist halt, ich weiß nicht, normalerweise so mit so krassen Stuff fliegt man da so durch, lootet irgendwie alles und macht dann Meter. Aber jetzt so ist das so alles ein bisschen mehr tricky. Also OP-Gaps könnten aber so gut sein. Und wir können halt easy hier eine Dia-Hose auch rausbekommen. Das wäre saugeil. Es ist gerade alles chaotisch, aber eine ganz, ganz elementare, wichtige Sache. Hast du noch ein Eisen? Nee, auch nicht mehr. Ach, wir brauchen Eisen. Check mal ganz kurz das hier. Hör mal. Wow. Cobwebs haben neue Sounds bekommen, neues Sounddesign. Digga, wie ungewohnt. Aber gut, finde ich. Aber geil, ja. Ist cool. Und wir werfen das allererste Enderauge, nachdem wir... Frag mich, was alles passiert ist. Diese Richtung. Wir graben uns jetzt in den Stronghold. Wir spielen jetzt noch Minecraft durch. Drache down. Und jetzt geht's in die Entities OP-Equipment holen. Elytra ist jetzt auch am Start. Wir sind fertig mit dem Equipen. Jetzt noch ein bisschen Full Enchant. Und dann geht es endlich los mit dem eigentlichen Part. Mit dem eigentlich entscheidenden Snapshot-Part. Equipment sieht saftig aus. Full Dia. Infinity-Bogen. Schwert. Rüstung. Sieht bei uns beiden soweit souverän aus. Und wir können uns jetzt endlich nach der Vorbereitungsphase darum kümmern, uns wirklich ein paar Sachen anzugucken, die... revolutionär sind für Minecraft. Norax, wir werden uns jetzt auf die Suche machen nach einem Pillager-Outpost. Was haben wir sonst an so einem Pillager-Outpost immer gemacht? Farm gebaut und einen Effekt geholt namens Bad Omen. Wir haben da mal Bad Omen geholt für Raids. So sieht's aus. Das ist absolut richtig. Und ich würde sagen, wir werden uns mal den Effekt jetzt auch holen. Den brauchen wir nämlich. Und dir wird, glaube ich, etwas auffallen. Deswegen zoomen wir mal los und checken mal ab, was abgeht. Pillager Outpost mit Norax. Wir haben echt sehr, sehr lange nach dem Kollegen... Also wir haben wirklich sehr lange danach gesucht. Aber eine Sache, die ich dir zeigen möchte, die sich verändert hat. Und zwar, wenn du normalerweise so einen Raid-Captain hier tötest, hast du ja normalerweise, mach mich stolz, den Bad Omen-Effekt. Den Bad Omen-Effekt bekommen. Mittlerweile ist das aber anders, denn ich habe ihn nicht bekommen.
Ey, was ist das denn? Das hier ist eine Ominous Bottle. Naja, es ist eine tragbare Potion mit Bad Omen. Wir haben ein komplettes Redesign, was sozusagen die Verwendung von, naja, Bad Omen und Raids angeht. Aber es ist nicht nur noch der einzige Raid, den wir kennen. Was ich halt unfassbar cool finde, ist, es gibt eine riesige Möglichkeit durch diese Potion, durch Bad Omen als Trank. Und dieser Trank reagiert, je nachdem, wo wir uns befinden, halt anders. Wenn ich jetzt diese Potion trinke, und das machen wir einfach mal, also ich hoffe, du bist ready. Ich bin bereit. Trinke ich den Kollegen? Guck mich mal an. Deine Effekte, du hast so Totenköpfe kommen aus dir raus. Ja, yep, ich habe ihn getrunken und jetzt wandelt sich mein Bad Omen in einen neuen Effekt um, und zwar in Raid Omen. Das tickt jetzt runter und somit trigger ich jetzt gerade den Raid. Und der Raid ist halt so, wie wir ihn kennen, auch immer noch weiterhin normal. Das ist die eine Art, wie wir momentan Bad Omen verwenden können. Ich werde euch aber heute noch im Video die zweite Variante zeigen, aber wir zocken jetzt erstmal einen Raid. Wir müssen das Dorf retten. Nämlich, wenn jetzt der Effekt gerade ausläuft, dann aktiviert sich das Ganze. Ja, ansonsten am Raid hat sich jetzt nichts verändert. Ich fände halt die Option unfassbar cool, wenn man zum Beispiel diesen Trank trinkt im End und es gibt irgendwie noch einen End-Raid oder es gibt nochmal einen Nether-Raid und so. Mit so neuen Mobs, meinst du? Ja, also es gibt da super viele Möglichkeiten. Also mir fallen direkt super viele Sachen ein, die man machen könnte, und mein Minecraft-Kopf, der fängt direkt an zu rattern. Yippie! Totem of Undying! Boah, das ist auch so ein cooles Item. Boah, wir werden heute noch ein anderes sehr, sehr cooles Item sehen, ne? Darauf freue ich mich so sehr. Wir sind zurück in unserem Dorf. Hier haben wir unseren Full Enchanter, den wir einerseits brauchen, denn wir werden heute noch Sachen auf jeden Fall Full Enchanten. Denn es gibt unter anderem auch neue Verzauberungen, die wir auf jeden Fall abchecken wollen. Aber erst einmal brauche ich, Norax, hol den Zettel raus. Jo, hab. Ich brauche von dir einen Kompass, Glasscheiben und Zuckerrohr. Denn wir werden uns das, damit, was du jetzt gerade nämlich machst, werden wir uns ein Item traden, das neu ins Spiel reingekommen ist. Das Item gibt es bei einem Kartografen. Es war davor in den letzten Snapshot-Videos, die ich immer wieder gemacht habe, echt ein großer Krampf, das Ding halt zu suchen. Mittlerweile kann dir mit etwas Glück ein Kartograf die Karte traden, der, ja, gönnt nicht, und deswegen werden wir noch ein bisschen traden müssen. Also ich habe keine Ahnung, wie die Wahrscheinlichkeiten dafür aussehen. Es kann ein paar Versuche dauern, bis wir diese Karte getradet haben. Aktuell haben wir einen Villager. Update, ihr müsst einplanen, sehr viele Villager. Oh, hier Holz. Nummer 2. Ja, wir traden fleißig weiter. So, Villager Nummer 3. Wir haben sie! Und zwar, ja! Wir haben eine Trial Chambers Map. Man kann mittlerweile bei einem Kartografen auf der dritten Stufe mit etwas Glück diese Karte bekommen. Und mit dieser Karte wissen wir ganz genau, wo wir den neuen Dungeon finden können. Karten gibt es generell jetzt aber auch für zum Beispiel einen Dschungeltempel, womit man halt viel schneller auch zum Beispiel in warme Biome kommen kann. Es gibt Dschungeltempelkarten jetzt? Ja, es gibt jetzt mehr Karten zu verschiedenen Strukturen, was sehr, sehr, sehr cool ist. Der Villager hat mehr Sinn so. Hast du denn diesen neuen Dungeon schon einmal gesehen? Hast du ihn schon einmal betreten? Na, ich habe den Dungeon noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich habe keine Ahnung, worüber du redest. Ich habe gedacht, wir müssen hier voll die krasse Reise machen. Hier ist unser Dorf. Bro, sie ist einfach hier. Digga, hä? Hier geht's runter? Ja. Jawohl. Ja, also ich habe gedacht, wir machen jetzt eine Weltreise. Jo, ist, ja, wir sind da. Folge mir unauffällig. Wir betreten jetzt einen Dungeon, den du selber noch nie in Minecraft betreten hast. Ich habe ja jetzt in vergangenen Snapshots den ja immer wieder schon gesehen und vor allem auch gezeigt. Es hat sich ja jetzt aber auf jeden Fall so viel verändert, dass sich das auf jeden Fall lohnt, das Ganze nochmal zu zeigen, wenn er denn jetzt gleich hier ist. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal eine Stegi-Struktur. Yo, komm mal runter. Seien wir ehrlich, wie wirkt das auf dich? Was? Hier, dieser Block, der sieht so unreal aus irgendwie. Tough Bricks. Tough ist ja das hier normalerweise. Guck mal, hier in den Ecken. Ja. Und das ist cool, neuer Brick. Norax, wir gehen jetzt auf jeden Fall rein. Wir haben auf Difficulty Hard. Wir werden uns das Ganze mal ein bisschen genauer angucken. Erstmal gibt es ein neues Advancement. Trials Edition. Oh, Kupferlampen? Es gibt Kupferlampen? Warum es gibt Kupferlampen. Also die ganzen Blöcke, die habe ich schon mal einmal gezeigt, die sind alle neu. Wir befinden uns jetzt hier gerade in einem von vielen, vielen, vielen Räumen. Was hier alles abgeht, bleibt man nochmal hier ganz kurz in den großen Raum. Du kannst auf jeden Fall die ganzen Fässer hier looten. Wir haben jetzt hier unter anderem einen Trial Key bekommen. Mit diesem Key können wir mit Vaults interagieren. Warte, kann ich jetzt da oben diesen Spawner aufmachen? Nee, dafür bräuchtest du einen neuen, also den Key gibt es schon länger, aber es gibt jetzt einen geupgradeten Key, den wir als Belohnung bekommen.
bekommen und dann können wir diese Kiste aufmachen. Du kannst dir vorstellen, das Teil da oben ist wie eine Tier-2-Kiste. Ich will dir nicht genau sagen, was es dort alles geben kann, aber unter anderem brauchen wir daraus ein Item für eine vielleicht sehr overpowerte Waffe, um das, die wir uns noch genau angucken wollen. Du kannst da unter anderem aber auch ein neues Armor-Trim bekommen, du kannst einen OP-Gott-Apfel bekommen. Es gibt da echt krasses Loot durch das Teil. Die ganzen Blöcke und so sehen so richtig, das sieht so richtig geil designt aus. Das ist gar nicht so das Neue, das kennen die ganzen Leute halt schon, außer nur du kennst es halt noch nicht, aber es geht um was ein bisschen anderes, was ich zeigen möchte. Und dazu müssen wir jetzt einfach mal diesen Dungeon, so wie er gedacht ist, zocken. Man kann ihn natürlich auch alleine spielen, das habe ich bis dato jetzt auch nur immer alleine gemacht. Aber wenn man ihn jetzt zu zweit spielt, dann spawnen dementsprechend mehr Monster in den jeweiligen Action-Räumen. Und zwar, wenn du mal mitkommst, wir suchen uns mal gleich einen Raum aus. Und das hier ist so eine Art Action-Raum. Du siehst immer wieder Blöcke auf dem Boden, je nachdem, was da für Blöcke sind, spawnen auch Kreaturen. Und, da ist eine Blaze aus Luft. Ja, das ist eine Breeze. Und er hat so Sticks gedroppt, Windblaze-Rod gedroppt. Er hat eine Breeze-Rod gedroppt, genau. Das brauchen wir unter anderem auch, das Item. Ist sehr, sehr wichtig, deswegen heb das auf jeden Fall auf und töte auf jeden Fall alle Monster, die du so siehst. Hier ist ein Skelett, was mit Pilzen überwachsen ist. Du hast ja gar nichts mitbekommen von den letzten Snapshots. Das ist das Sumpfskelett, ein Bock. Von diesen Räumen gibt es viele Designs, viele verschiedene. Wir können ja mal jetzt hier nochmal weitergehen und ich würde einfach mal sagen, wir zocken den ganzen Dungeon durch. Das ist auch das, was alle Leute bereits zu kennen. Aber ich bin trotzdem mal gespannt, wie das zu zweit so abläuft. Können wir den öffnen? Genau, das ist jetzt eine normale Vault. Hast du einen Key reingemacht? Und, ja, ich hab den noch nicht, aber da schweben so Items drin. Ist das so der Loot-Pool, den ich bekommen kann? Genau. Du kannst mal, wenn du möchtest, ich gebe mal einen aus für dich. Oh, Buch. Okay, ich drück drauf. So, Goldapfel. Und ich hab Windshard. Oh. Wie viel, hä? Ehrlich gut, oder? Loot ist nicht voll. Ich hab das 3. Souverän. Oh, weißt du, was jetzt das ganz krasse ist, Norek? Was denn? Basti hat doch noch einen. Und jeder kann ihn einmal benutzen. Jeder kann ihn einmal looten. Ich bekomme auch nochmal ein paar Windcharge. Du hast richtigen Ramsch bekommen. Ja, danke. Aber das war jetzt halt erst ein Raum. Und ich kann dir noch was Geiles sagen. Wir zocken jetzt einmal das Ganze. Und vielleicht erinnerst du dich ja noch an den Kollegen. Oh! Aha. Es gibt einen Dungeon Raid. Hier können wir uns erstmal nochmal ein weiteres Mal gönnen. Ich bin erstmal dran. Und guck mal, siehst du da, was es für eine Flasche da auch zu droppen gibt? Oh, und goldene Karotten, das ist saftig. Und ich habe dann auch nochmal Bad oben auch direkt auf 2 bekommen. Sehr, sehr geil. Mach du auch mal. Ich bin dran. Nö. Oh, was? Digga, was hat die drauf? Protection 2, Unbreaking 1. Voll okay. Da jetzt hier so ranzugehen, so zum Equippen, ultra geil, oder? Genau, so für Early Midgame. Guck mal, jetzt hier, Bro, halbe Pokémon-Arena. Guck mal, was hier abgeht. Digga, wie groß ist das? Na, wollen wir... Und das spawnt der Breeze? Wir zocken einen runter. Hä, ich hab den Breeze abgeschossen. Aua, der schießt zurück. Der wurde halt auch immer weiter noch ein bisschen schlauer gemacht, dass die KI auch noch mal ein bisschen besser läuft. Guck mal, wie er moved. So smooth, so, also for real. Krass. By the way, auch ein neues Achievement, was du bekommen hast, dass du mit einem Windcharge 8 Blöcke hoch dich boostest. Ey, no joke, das ist so ein nice Item, man kann damit so ein nice Movement-Zeug machen. So, hier oben ist noch ein Spawner, aber dann sind wir, glaube ich, hier in dem Raum auch durch. Rewards kommen. Hier oben ist, by the way, noch eine normale. Es bockt ultra, ne, mit den Keys hier so lang zu gehen. Efficiency 5. Ja, das hau ich mir sowas auf die Spitzhacke. Alright, lass weitermachen. Ich will auf jeden Fall jeden Raum einmal clearen. Wir gucken uns das ganze Ding einmal genau an. Was ist das Weiß am Boden? Das ist Schnee und Powder Snow, oder? Das ist nur Powder Snow, ja. Oh, Digga, ich hab einen Bogenschuss bekommen. Ja, mit Toysen auch gerade nicht zu unterschätzen, ne? Aber stell dir mal vor, jetzt hier so zu viert und so zocken. Ey, wir sind einfach auf Batchrock-Level. Noch Frage, wo ist dieser Crazy-Schlüssel? Weil ich habe jetzt schon 3 von diesen OP-Containern gesehen, aber wir konnten die alle noch nicht öffnen. Ja, ich glaube, das liegt daran, Norax, wir können das noch gar nicht bekommen, denn dazu müssen wir den Special. Hier wird, glaube ich, richtig gezockt. Oh mein Gott, wie viel. Digga, das ist gefühlt der größte Raum, ne? Ja. Ja, das ohne Armor ist halt fatal. Ich glaube auch. Also wir spielen jetzt hier auf hart, wirklich mit stabiler Rüstung mittlerweile. Wir sind schon gut equipped. Aber wir zocken ja, wie gesagt, auch noch die softe Variante. Es gibt noch eine härtere. Deswegen, ich bin gespannt. Die härtere Variante, die ist ja auch neu. Die werden wir gleich nochmal zocken. Alright. Was ich jetzt machen werde, mein Bester. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, du wirst nicht enttäuscht sein. Weil ich habe es halt selber auch noch nicht abgecheckt. Aber wir haben mit unserer Ominous Bottle in einem Dorf gesehen. Damit können wir den Raid triggern. Wenn ich jetzt eine Ominous Bottle hier trinke und in der Nähe eines Spawners stehe, dann trigger ich damit etwas Neues. Logischerweise kein Raid. Auf einmal kommen jetzt hier so Pillager. Was jetzt passieren wird, ich trinke und... Ich trigger den Trial-Omen-Effekt. Bin ich selber gespannt, wie jetzt genau das hier abläuft. Also ich weiß nicht genau, wie viel schwieriger es wird. Aber ich glaube, es könnte ein bisschen tougher werden. Boah, wow. Oh, wie schnell er ist. Er deckt auch. Ja. Oh! Oh!
Und ja, jetzt ist genau das passiert. Wir haben das Ganze erfolgreich absolviert und bekommen damit jetzt eine bessere Belohnung. In dem Fall bekommen wir direkt 2 Ominous Trial Keys. Und ich glaube, du kannst dir denken, was man damit machen kann. Aber achte mal ganz kurz, was du für einen Effekt noch hast. Siehst du den? Windcharged. Ja. Was kann ich jetzt machen? Das ist einer der 9 4 Effekte. Wenn du diesen Effekt hast und stirbst, dann gibst du so einen kleinen Windburst. Also du fliegst so ein bisschen in die Luft. Ich weiß nicht, ob dir das vorhin aufgefallen ist, als wir gerade gekämpft haben. Aber es ist mehr oder weniger an sich ein Monster-Effekt. Das ganz, ganz Entscheidende ist aber jetzt der Kollege hier. Jeder von uns hat jetzt einen Try-Key, den er einmalig an dem Kollegen verwenden kann. Mein Bester, wer will zuerst? Du darfst. Alright, ich bin gespannt, was wir hier für Loot bekommen. Einmal für Basti. Oh! Yep. Also Basti nimmt sowas sehr, sehr gerne entgegen. Einen OP-Gottapfel, ja, schmeckt mir. Aber ist das rare, einen OP-Gottapfel zu bekommen, oder kriegt man das immer? Wir können uns mal angucken, was du bekommst. Boah. Du verarscht. Du kriegst nur Pegel, was soll das denn? Ja, das ist, sowas passiert häufiger. Ich kann dir so viel sagen. Du hast ja auch schon von der neuen OP-Waffe mitbekommen. Für die neue OP-Waffe, ich kann es jetzt einmal sagen. Einmal braucht man als Art Stick den Kollegen und obendrauf brauchen wir einen Heavy Core. Im letzten Snapshot hatte der eine Wahrscheinlichkeit von 2,1% von hier rauszukommen. Und du hast gesehen, wir haben im gesamten Tri-Chamber wie viele von denen gehabt? So 6, 7? Ja. Es ist aber mittlerweile erhöht worden. Das kann man auch sagen. In diesem Snapshot wurde die Wahrscheinlichkeit davon erhöht auf ungefähr 8-9%. Ich sag mal ehrlich, ich fände 2% auch cool, wenn die das lassen. Das ist so ein bisschen das Argument, weil wir werden uns heute noch genauer angucken, ob diese Waffe so OP ist. Darum soll es in diesem Video auch gehen. Es ist nämlich sehr schwer ranzubekommen. Ja, aber es ist nicht unmöglich. Und wir wollen uns auf jeden Fall darum kümmern, 2 von den Kollegen ranzuholen, oder? Ja, na klar. Deswegen sollten wir auf jeden Fall noch mit dem Try-Oben-Effekt jetzt noch häufiger an die Spawner gehen und wir zocken jetzt mal ein bisschen. Das müsste jetzt auch ein Heavy Core sein. Und guck mal jetzt, was der hat. Das ist halt was für mich. Und er droppt die Rüstung, was aber momentan noch nicht so sein soll. Also durch meinen Effekt spawnen die Monster jetzt auch häufiger mit Rüstung, sind noch ein bisschen stärker. Ihr habt gesehen, Dia-Rüstung. Und ja, ich denke dasselbe wie ihr. Das ist für manche Projekte sehr, sehr interessant. Und wir bekommen halt wieder die Keys. Guck mal, was ich jetzt auch noch für einen Effekt habe. Oder hast du den auch? Oh, infested. Auch einer der 9 Effekte. Und jetzt ist es so, wenn du nämlich Monster oder Spieler schlägst mit dem Effekt, gibt es eine 5%ige Wahrscheinlichkeit, dass 1 bis 2 Silberfische spawnen. Okay, da oben haben wir nochmal den, den wir als allererstes gesehen haben. Mein Bester, also. Ey, Digga, jetzt ist auch Schluss. Ja, Leute, an der Stelle könnt ihr gerne ein Like da lassen. Ihr habt ja, glaube ich, gerade genügend Zeit. Hä? Digga, das muss gehen. Boah, wow, stark aber. Alright, dann kannst du zuerst gönne dir den ominösen Loot. Oh. Ey, Digga, was? Hey! Also dein Loot ist echt... Das ist noch schlechter als vorher. So, mal gucken, was bei Basti kommt. OP-Gap und gleich der... Oh, Digga, alles. Diablo, tschüss! Boah, auf geht's! Oh mein Gott, ich trigger alle. Ich trigger alle Spawner. Boah, ich glaube, jetzt wird's hart. Eine Rüstung ist halt wirklich das, was man... Ja, Rüstung könnte krachen. Da sollen die mal uns was droppen. Momentan im Update noch nicht gedacht, dass die Rüstung droppen, aber ich glaube, ich bin dankbar jetzt darüber. Also hier ist ja richtig Alarm in dem Dungeon. Oh, nochmal 2 Keys. Alright, willst du oder ich? Jojo, ich komme jetzt wieder mit 3 Emils raus. Pass mal auf. Nein, diesmal ist krass. Okay, ich vertraue dir. Jo. Jo. Yo, Unbreaking Ice Crossbow. Ich kann nicht immer Glück haben. Oh! Das neue Template! Ja, das Armored Shrimp macht man mit einer Breeze Rod. Ich kann es einmal für dich auch duplizieren. Ich glaube, dass das Teil richtig gut aussieht. Guck mal, auf Helm. Boah, ich finde, von hinten sieht das echt cool aus. Toll, ja, so auf Herz. Ich glaube, das könnte, also mit Netherite-Rüstung sieht das bestimmt richtig geil aus. Also, ich sag euch ehrlich, ihr wisst schon mal, wie man auf jeden Fall das neue Armor Trim bekommt, aber das ist nicht das Einzige. Okay, hier hatten wir nochmal einen versteckten. Real Talk, jetzt ist dein Moment. Ja, ich hab OP-Gap. Oder dieses dicke Ding, was wir brauchen. Ja! Oh, mein Gott. Ja. Das ist das, was wir brauchen. Also, ich zeig's einmal. Das hier ist ein Heavy Core. Man kann ihn hinsetzen? Das ist wie dieses Unterwasser-Ding, oder? Wie ein Konduit, ja. Dann brauche ich noch einen zweiten. Ja, so, wenn... Bro, Retalk, ich krieg nur OP-Gaps, ne? Oh! Neues Banner-Pattern gibt's auch. Ne, hier waren wir noch nicht. Boah, das ist hier nochmal ein großer Raum mit vielen.
Dia-Helm. Oh mein Gott, Mann. Eine Skelettart mit Dia-Rüstung. Mein Herz. Aber du hast ein bisschen auch, ich verstehe, was du meinst, du hast ein bisschen auch was noch krasseres, größeres erwartet jetzt, ne? Durch diesen Effekt auch. Guck mal, ich finde, einen Raid zu spielen kann schon sehr challenging sein. Ich finde das hier chilliger, als das, wenn wir die normal spielen in diesem Raum. Ich verstehe, was du meinst. Also, ich glaube, einen Raid of Heart mit Evokern und so ist halt unfassbar krass. Ja. Wenn die hier irgendwie Evoker und Vexes reinballern würden... Die OP-Gap. Basti Drop. Ah, nicht mit. Mal gucken, Basti. Heavy Core. Digga, Klassiker. Ich wollte noch eine Sache testen. Und zwar soll man die wohl mit einer Schere die Pilze abmachen können. Und das stimmt. Man kann mit Rechtsklick die Pilze wegmachen. Wie bei einer Pilzkuh. Realtalk, aber der Raum, der schallert gerade ein bisschen, ne? Wenn jetzt mehrere Dinger getriggert werden, dann haut das schon ordentlich rein. Ich glaube, jetzt mit Eisen. Oh mein Gott. Und diese Breeze macht auch diese Türen hier, die hier überall sind zu oder auch. Und man kommt dann immer nicht durch. Der Raum ist echt cool. Der Raum haut gerade ordentlich rein, Bro. Auch mit den Silberfischen. Es ist schon eklig. Oh. Hm. Oh. Nur zwei, respektlos. Was ist Windburst 3? Oh mein Gott, das ist richtig gut. Das ist auch eines der neuen Verzauberungen. Und ich glaube, das wird eine Verzauberung sein, die du lieben wirst. Die werden wir uns gleich auch nochmal angucken. Alright, dann gucken wir uns mal den zweiten an. Ich meine, wir machen hier den Extremtest. Ist ja auch gut, dass wir noch in den zweiten gehen, oder? Kann man ganz kurz sehen, der Kontrast. Das Ding einfach, 2024. Und hier... Oh. Oh mein Gott. Wir starten ja mit einer Rakete normalerweise in die Luft. Ja. Oh... Oh, doch, das ist... Doch, das ja. Wenn du im Flug... Du musst im Flugmodus schon sein. Ja, ja. Oh mein Gott, ja, das ist geil. So, Trade Nummer 1. Vielleicht hat er ihn direkt. Ich brauche nicht Wir haben einen! Es geht in die zweite Trial Chamber. So, ich brauche deine fachmännische Einschätzung über ein neues Banner-Pattern. Das ist es. Ich habe ein Fragezeichen. Könnte auch so ein bisschen Naruto-mäßig. Auf jeden Fall cool, dass wir nochmal das Branding halt von der Breeze und dem ganzen Windding so ein bisschen damit einbringen. So, wir machen uns auf die große, große Reise nach dem nächsten Dungeon. Let's go, der Hase. Wo müssen wir hin? Hier runter. Vielleicht sollten wir uns in Zukunft einfach random irgendwo runtergraben und wir finden es. Nee, aber was jetzt, glaube ich, auch interessant für dich sein wird, ist, es gibt wirklich verschiedene Räume. Wir haben jetzt teilweise Cave Spider, Breeze, Bock gesehen, aber es gibt schon noch ein paar andere Monster, die auch spawnen können. Hier ist erstmal Nummer 2. Hoffen wir mal, dass wir unseren zweiten Heavy Core bekommen. Komm rein. Oh ja, wir haben hier einen neuen Spawner. Guck mal. Oh, ja. Hier haben wir nämlich zum Beispiel Strays. Boah, Retalk, ich geb dir mal hier mit dem Raum. Wir gehen mal direkt aufs Ganze. Oh, mit dem Raid starten? Ja, yep. Wir geben uns mal direkt den ganz üblen. Weil ich glaube, so ein Raum mit ganz vielen Spawnern, der challenged uns auch nochmal ein bisschen. Bro, Strays mit der Rüstung sehen echt cool aus. Komm, du musst mal jetzt wieder, bitte gönn mal einen Heavy Core. Du bist Mr. Heavy Core bis dato. Und? Oh, ich bin Mr. Eisen. Heb sie. Alright, Basti, mach mal. Mal wieder ein OP-Gap. Oh. Ja, das ist also wir können ganz kurz festhalten, Leute, wir brauchen echt eine Weile, bis wir tatsächlich hier einerseits hochkommen, aber auch den zweiten Heavy Core bekommen. Ja. Ja. Mhm. Oh. Ey. Wir haben die dritte Karte und wir hoffen, dass wir den zweiten Heavy Core jetzt da rausbekommen werden. Der Raum, das ist Alter, sieht ja geil aus. Boah, Digga, wie die mich weghaut. Auch geil, dass man so Deckung nehmen kann, wie Bauki. Digga. Er macht richtig Filme. Auch, aber jetzt siehst du, wie er diese Traps aktiviert, ne? Ja, ja. Er spielt sich ein bisschen auf hier mit dem Rumspringen und so. Junge, er hat bestes Movement. Come on, bitte, Heavy Core. Ja. Ja. Oha, wie viel? 5 Items. Also ernsthaft? Es ist schon doch schwierig, das Ding zu bekommen. Also wir hatten beim ersten echt krass Glück. Bitte, bitte mein... Jawohl! Der zweite! Oh mein Gott, das hat echt lange gedauert.
Die Wahrscheinlichkeit wurde zum Snapshot davor von 2,2 auf ungefähr 8-9% erhöht. Wir haben jetzt halt dreimal diesen Dungeon jetzt halt komplett gezockt. Unser Stuff war sehr, sehr stark. Ich glaube, man könnte es vielleicht sogar noch schwieriger machen. Aber es ist immer sehr schwer, die Mitte zu finden für... Es soll jetzt für Casuals eben auch schwer sein. Nicht zu einfach, aber trotzdem auch für Casuals machbar, die zum allerersten Mal das Spiel zocken. Bevor wir uns jetzt die OP-Waffe angucken, will ich nochmal eine andere Sache zeigen. Und zwar verbunden mit unseren neuen Tränken. Wir haben die ja jetzt auch schon nochmal im Dungeon generell gesehen, aber man kann sich neue Tränke auch so brauen. Dazu brauchen wir einfach nur Awkward Potions. Es sieht halt wirklich absolut illegal aus, aber... Oh mein Gott. Mit einem Clean Stone machen wir diese Awkward Potions zu einer neuen Potion. Bin ich auf die Farbe gespannt. Grau. Mein Bester, schlürf doch mal ein. So, Kollege hat jetzt, ja, infestet. Ich finde die Partikel sehr, sehr cool. Und das Ding ist jetzt, dass du... so eine 5%ige Wahrscheinlichkeit hast, dass, wenn du gehittet wirst, dass Silberfische spawnen. Das gilt nicht nur für Spieler, das gilt eben auch, wenn Monster jetzt diesen Effekt haben, ist halt sehr praktisch für den Dungeon, dafür wurde er entwickelt. Dann sieht auch unfassbar illegal aus, ein Cobweb auf Awkward Potion. Und wir machen jetzt ein kleines Experiment. Und zwar gilt das jetzt nur für Non-Player. Tut mir jetzt halt ein bisschen leid für das, also das Schaf. Der Kollege bewegt sich jetzt gerade sehr langsam dadurch, aber mit diesem Effekt... Oh, noch langsamer. Es ist schon minimal schneller. Kann jetzt das Schaf eben schneller durch Cobwebs laufen. Das gilt jetzt nicht nur für Schafe, sondern für alle Monster. Achso, und dazu kommt, wenn es stirbt, dann spawnt es auch nochmal Cobwebs. Weitere Potion, wir die wir machen können, ist das hier, guck mal. Das sieht nicht so illegal aus. So, und jetzt haben wir eine Potion. Windcharged. Das kann ich jetzt an dir nicht demonstrieren, sondern das machen wir mal ein bisschen da drüben. Denn mit diesem Effekt werden Kreaturen, wenn sie sterben, einen kleinen Windboost geben. Können wir mal ganz kurz demonstrieren. Norirax, töte mal. Oh. Ne, du verstehst. Ja. Man kann es nicht mit Stärke und Speed vergleichen. Es ist halt alles designt für den neuen Dungeon. Und als viertes und letztes haben wir noch Oozing. Das machst du dir mit einem Slime Ball. Wir haben jetzt halt leider keine mehr. Es ist vom Prinzip ist das genau dasselbe, denn dann werden Monster, wenn sie sterben, einfach nur noch Slime spawnen. Alright, mein Bester. Ich sag dir ehrlich, wir haben lange darauf gewartet. Wir haben unseren Heavy Core. Jeder hat seinen eigenen. Wir haben uns jetzt in Vanilla gefarmt. Es dauert schon eine Weile. Jetzt im Crafting Table... oben und unten die Breeze Rod. Und damit bekommst du die neue, aktuell overpoweredste, auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich starke Waffe. Und zwar eine Keule, ein Schlegel, ein Mace. Wir haben beide die absolut dicke, viele wollen sagen Axt. Es ist halt an sich ein Knüppel, eine Keule. Das Ding ist, viele diskutieren darüber. Sag mir dein erster Gedanke. 2D-Textur. Viele sagen, es sollte ein 3D-Model haben. Es sieht ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig aus. Es ist halt wirklich in der Hand kolossal riesig. 3D-Item würde halt einen sehr großen Stilbruch auch bedeuten. Ich finde, das sollte wieder Trident sein. Mhm, Trident ist 3D und ist ja auch kein Stilbruch, oder? Ja, ich checke, was du meinst. Um es einfach mal ganz simpel zu erklären, ich glaube, viele von euch haben das schon gesehen. Und ich würde euch auch nicht dieses Video jetzt hier machen, wenn wir auf dem alten Stand sind. Aber es wurde so viel verändert mit dieser Waffe. Und alle haben damit eigentlich gerechnet, weil sie im letzten Snapshot viel zu stark war. Also wirklich sehr, sehr, sehr stark. Man hat Clips gesehen, in denen Leute mit einfachen Mitteln halt wirklich einen Warden, den Enderdrachen, viele verschiedene mächtige Monster gewonnen wurden. Die Reaktion war jetzt, der Damage-Output von diesem Mace wurde slightly reduced, aber es wurde zeitgleich tatsächlich an Verzauberungen gearbeitet. Wir können auf diesen Kollegen Mending, Unbreaking, Smite, Bane of Arthropods, Fire Spect und Curse of Vanishing machen. Und nochmal zusätzlich die drei neuen Verzauberungen, die wir euch alle zeigen werden. Density, Breach und Windburst. Um es jetzt euch mal so zu zeigen, was der aktuelle Stand ist. Unenchanted Mace Hit. Boah, Digga, was? Wie viel? 5 Herzen. Man hat doch gerade nochmal die neue Animation gesehen, das gab es vorher noch nicht. Bei mir waren es jetzt 3. Also die Animation, dass die Partikel so hochfliegen. Unfassbar cool, in my opinion. Finde ich übergeil. Richtig, richtig nice. Aber das ist halt ein unenchanteter Mace. Also jetzt trotzdem als so normale Waffe. Oh, das hat jetzt nicht so geschockt. Ja, also hat halt normalen Basic Damage von 7. Du musst ja jetzt nicht mal mit dem Ding richtig weit nach oben. Guck mal, einfach jetzt hier. Einfach nur, ne, ich bin jetzt hier 3 Blöcke hoch. Ich fliege jetzt 4, 5 Blöcke runter.
das... 2,5. Es scheppert schon. Also wir können mal direkt eine Sache mal machen. Ich packe jetzt mal, das haben wir aus einer Trial Chambers direkt gelootet, ich packe Density drauf. Density, könnt ihr euch vorstellen, ist mehr oder weniger das, was Sharpness auf Schwertern ist. Jetzt nur halt für eine Mace. Ich habe ehrlich gesagt echt Angst davor, wie viel Damage ich dir drücke, ne? Also pro gefallenen Block wird der Schaden erhöht. Oh. Das ist der Indikator. Ein paar Blöcke hoch mit einem Windcharge. Also ich glaube, ihr versteht, worum es geht. Warte mal, ich nehme mal ein OP-Gap. Ich habe Resistance und 18 Herzen. Ja, Bro, du hast mir halt 7,5 Herzen gescheppert, ne? Mit Resistance. Ja. Das ist das eine Ding. Ich glaube, das wahrscheinlich geilste für dieses Item ist die Windburst-Verzauberung. Die geht bis Stufe 3. Wir haben direkt die höchste Stufe. Was kannst du dir vorstellen, was damit passiert? Vielleicht kann man diese Winddinger mit der Axt schießen, mit der Keule. Oder irgendwie, dass man höher fliegt damit. Guck einfach selber. Was? wenn du mich hittest, wirst du hochgeschleudert. Wie geht das? Und dann one-hittest du mich danach einfach. Naja, guck mal, also warte mal, ich schlag dich einfach. Und ich flieg einfach auf dich drauf. Digga, was? Ja. Bro, weißt du, wie broken das ist? Weißt du, was wir für krasse Sachen noch mitmachen können? Es gibt unfassbar coole Clips. Wir haben das auch schon letztens im Streamer probiert. Du kannst halt einfach gegen den Wither kämpfen, der die ganze Zeit weiter hochfliegt und du fällst halt nicht einmal runter. Das Ding hier hat aktuell halt noch nicht mal Density drauf, ne? Das ist halt einfach nur Windburst. So, zock mal damit. Hau mich mal. Oh. Also du checkst, worüber wir hier reden. Ich hatte letztens auch die Diskussion im Stream. Ich bin super, super gespannt auf eure Kommentare. Ihr müsst es wirklich in die Kommentare schreiben. Ich will wissen, was ihr dazu sagt. Leute haben zu mir gesagt, dass das Item, das kannst du jetzt auch gut beurteilen, ja auch sehr aufwendig ist, ranzubekommen. Also es dauert halt eine Weile, bis du es hast. Und deswegen ist es halt legitim, dass das so stark ist. Aber es ist zu stark für den Aufwand. Es ist viel zu stark. Wir machen ja jetzt nicht mal krasse Plays, dass wir jetzt irgendwie, also wir machen jetzt nicht mal aus 30 Blöcken irgendwie Fallen, Bro. Wir machen einfach das Basic-Ding mit diesem Item. Man muss auch noch mal ganz kurz dazu sagen, es wurde manchmal der Vergleich dazu gestellt, dass End-Crystals ja auch unfassbar overpowered sind. Aber ich finde, man kann das Ding nicht mit End-Crystals vergleichen, weil die Dinger sind ganz stackable. Du kannst schon nochmal das bisschen besser outplayen. Das hier ist ja wirklich eine Waffe, ein Tool, was halt, naja, auch nicht so schnell kaputt geht und eben dauerhaft da ist. Ich glaube, einfacher zu bedienen. So ein Crystal zu placen und zu timen und dass du unter ihm bist, ist viel, viel schwieriger als einfach nur einmal raufhauen und dann den nächsten Hit nochmal treffen. Wir reden ja vom Thema overpowered, alright? Wir nehmen mal jetzt einfach ein Monster, bei dem man vermeintlich denken würde, okay, der hält schon ein bisschen was aus, oder? Ja. Ich habe, by the way, keine Ahnung, ich habe das nicht vorher getestet. Der ist gut am Eimer. Bro, der Kollege hat ein bisschen Struggle. Er ist halt to it. Und man darf auch nicht vergessen, es gibt immer noch Breach. Breach ist die dritte Verzauberung, die pro Level, es geht bis 4, um 15% die Rüstung des Gegners vernachlässigt. Also es muss zu 100% genervt werden. Alright, ich zeige euch mal ganz kurz auch nochmal das neue Armor Trim. Ich mache mal full auf Flow. Find, by the way, dass das richtig cool aussieht. Und, also, darf man auch nicht vergessen, du kannst halt immer noch Fire Aspect auch draufpacken. Digga, was? Wie er abhebt. Digga, wo bin ich? Das muss unbedingt verändert werden. Ja. Oh, Digga, bin weg. So, zeig mal her den Kollegen. Wir haben jetzt mehr oder weniger den... Ja, wir haben jetzt noch Breach 4. Das ignoriert jetzt Rüstung, aber Windburst und nochmal Smite 4. Und mit dem Kollegen wollen wir ein ganz besonderes Monster auch nochmal ein bisschen ärgern. Und ich glaube, dafür müssen wir mal ganz kurz in einer Festung ein bisschen Köpfe farmen. Und dann zeigen wir euch mal, wie das Ding abgeht. Erster Kopf. Zweiter Kopf. Ja, back to back, hab drei Köpfe. Alright, wir haben unsere drei Wither-Köpfe gefarmt. Wir haben 4 End-Crystals. Wir sind ready, um nochmal dem einen oder anderen Endboss unser neues Spielzeug zu zeigen. Und dafür gehen wir mal wieder ins End. Bist du ready, unser neues Spielzeug ein bisschen auszuprobieren? Ich bin ready, unser neues Spielzeug ein bisschen auszuprobieren. Mal gucken, was das wird. Let's go! Wither! Nein! Aber hast du es gesehen? Mit Windburst? Booste dich hoch mit dem Ding. Ja, warte. Oha! Ist das geil! Warte, der muss ein bisschen runterkommen, Aber guck mal, der Damage. Ich gebe ihm 2 Hits oder so. Warte, oh mein Gott, das ist schwer. Oh mein Gott. Das ist ultra schwer. Er fliegt aber so ein Stück mal weg. Ist das geil. Digga, was? Ich mach mal. Mach mal.
Was macht ihr da für einen Tanz? Oh mein Gott, ich hätte mir hab ich nicht gesehen. Oh, nein, that's tough, that's tough. Ich hab ihn. Digga, dieses Ding ist so krass stark. Alright, so sieht das Ganze aus mit einem Wither. Und die letzte Aktion für das heutige Video. Noriax. Basti. Enderdrache, die zweite. Diesmal ein bisschen interessanter. Pass auf, die Dings explodieren jetzt, ne? Ja, ich weiß. Lass einen Purge abwarten und wir gucken, was dann passiert. Aber ganz kurz, es wurde auch, by the way, geändert. Man kann jetzt nicht mehr mit den Windcharges die Crystals abschießen. Die können nicht dadurch getriggert werden. Er purge. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das wird nicht klappen. Nee, ich habe zu spät. Tinker! Oh mein Gott. Eigentlich musst du versuchen, ohne Elytra. Ja. Warte mal, ich versuche mal jetzt von oben auf ihn drauf ohne Elytra. Boah, Digga. Okay, probier mal noch senkrechter. Ah! Okay, noch senkrechter war nicht der Play. Der ist so krass, wenn man sich so. Die ganzen Explosionen. Nein. Ja, ich muss halt nicht mal so hoch sein. Oh, es war so knapp. Es war so knapp. Holy shit. Meinst du jetzt einfach nach oben? Richtig hoch und dann auf seinen Kopf. So hoch wie es geht und dann auf seinen Kopf drauf. Okay. Ja. Schnell. Ich konnte nicht. Kann man ihn nicht hitten? Eigentlich schon, aber vielleicht kann man ihn nicht von oben hitten. Oh. Let's go! Es Digga, geht! Schuch, es geht wirklich! Digga! Oh mein Gott, wir haben ein paar Versuche dafür gebraucht. Aber, ja, man kann aus der richtigen Höhe den Enderdrachen einfach one-hitten. Und das ist auch zeitgleich nochmal ein weiteres Achievement. Und zwar Overkill. Also wirklich mehr als 50 Herzen Damage. Also das war nochmal ein grande Finale. Leute, ich würde euch einfach mal sagen, ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren zu diesem Snapshot. Lasst es uns auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. Schaut unbedingt bei Noriax vorbei. Ich hoffe, es hat dieser ausführliche Test des Snapshots hat euch auf jeden Fall ja soweit gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, 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 ciao. Euer Herr Newstime.